Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Ja, Kehre, rede mit Tuck. Wo ist Tuck? Wo kann ich mit ihr reden? Ich muss gerade mal schauen. Da anscheinend irgendwo. Hallo? Keine Ahnung, da oben ist Tuck. Komm hier nicht in die Quere. Genau, hau ich schon. Da oben sitzt die Tuck. So, jetzt möchte ich echt mal wissen, was mit der Kleinen ist. Ich sage, dieser Tuck kann ich überhaupt nicht, oder Tucker kann ich überhaupt nicht ab, ne? Die ist... Ich weiß es nicht, also... Pff. Wir sprechen einfach mal mit ihr. Campjobs. Campanführer verteilen häufig Arbeit, die erledigt werden muss. Wenn du diese Missionen und Jobs abschließt, erhältst du das Vertrauen des Camps und Punkte. Achte auf Funksprüche, um zu erfahren, wann eine neue Mission oder ein neuer Job verfügbar ist. Okay. Deke, kennst du diesen Drifter mit den Narben im Gesicht? Er hat einen Montierhebel dabei und nennt sich Limbo. Kenn ich nicht. Er kam gestern ins Camp, wollte Beute eintauschen und ein paar Drinks. Er muss wohl erst heute Morgen wieder gefahren sein. Tuck, ich bin nicht die Security. Erzähl das besser Alkai. Deke, er hat einen Mann und eine Frau totgeschlagen. Bowman und Hewitt. Ihr Gesicht wurde bis zur Unkenntlichkeit zertrümmert. Okay. Maria, oder? Oh, scheiße. Der Mistkerl Limbo ist. Der von hier? Alkai sagt, er hat ein Camp beim alten Waldarbeiterwachturm am östlichen Hang des Three Finger Jack. Ja, ich weiß, wo das ist. Und ich regel das. Das dachte ich mir. Okay. Da müssen wir dann hin. Das heißt, wenn wir das erledigt haben, machen wir das Ding hier. Machen wir die verseuchten Gebiete hier. Dann, oder infizierten Gebiete und dann vielleicht das da oben. Und dann schauen wir mal weiter. Hier liegt aber auch noch was. Hey, Jack. Hab ich jetzt dein Vertrauen oder? Jacka traue niemanden, okay. Halt, mein Moped steht irgendwo da hinten, sehe ich gerade auf dem Radar. Da hätte ich es da hinten noch weiter suchen können. Aber was ist jetzt mit Lisa? Also irgendwie nur hier hinzukommen, um zu erfahren, dass sie nicht gehen lassen, ist doch jetzt auch nicht Sinn und Zweck der Sache gewesen, oder? Also ich hoffe, wir hören da gleich noch was von Lisa. Weil sonst wäre das ganz schön merkwürdig. Okay, jetzt sind wir anscheinend irgendeine Art Kopfgeldjäger. Hui. Also. Erst dreimal erschießen und einmal drüber fahren. Hallo, stehen bleiben. Liegen bleiben, meine ich. Warte mal, übrigens, hatten wir nicht letztes Mal noch... Ich muss jetzt echt mal gucken, überleben. Hatten wir beim letzten Mal nicht noch... Ja, da haben wir noch einen Fertigkeitspunkt. Doppelt so viele Pflanzen, okay. Ich glaube, ich nehme lieber die Pflanzen. Grüner Daumen, die Fähigkeit beim Sammeln doppelt so viele Pflanzen zu erlangen, okay. Fertigkeitsstufe 3, was haben wir denn bei 3? Der Schlachter erhöht die Menge an Fleisch, okay. Das nehmen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal auf Überleben. Oder so, ich weiß es nicht, genau. Alles verwenden. Ja, alles verwenden und habe trotzdem nur ein Stück Fleisch rausbekommen. Das ist für mich nicht alles verwenden und auch keine gute Ausbeute. Ein Ripper Camp. Gottverdammter Ripper. Was? Wo hat er ein Ripper Camp? Ach, da hinten das Ding wahrscheinlich. Vermute ich mal da hinten rechts. Bin mir aber nicht sicher. Black Carter. Wir fahren einfach mal weiter, weil keine Ahnung.
Hier ist schon wieder so ein scheiß Hinterhalt, ganz ehrlich. War klar. Ich bin getroffen! Drecksäcke. Das waren doch diese Reaper, oder? Ich glaube. Rasenmähermachete, okay. Okay. Das Ding ist zwar nicht so haltbar, macht aber wesentlich mehr Schaden. Besser als nichts. Ich glaube, das Ding nehmen wir mal mit. Hat auch 100%. Sieht auch irgendwie, kann man das irgendwie mal gucken? Ja, da so. Sieht auch irgendwie ulkig aus. Also. Ich glaube, das nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und ich habe gedacht, es wären nur wieder hier, weiß ich nicht, irgendwelche. Wie nannte er die? Streuner? Nee, keine Ahnung, wie er so nannte. Aber dass es jetzt Reaper sind, waren. Keine Ahnung, hätte ich nicht gedacht. Deshalb. Aber okay. Aua! Ah. Scheiße. Okay, Alter. Deke, Gott sei Dank. Du musst ihn sofort verfolgen. Er entkommt umsonst. Wen verfolgen, Tuck? Ganz ruhig. Na, Roach. Roach. Du kennst ihn. Ein Kumpel von Leon und Avarice. Aber ich hab ihm vertraut. Oh Gott, verdammt, Tuck. Das war ein Fehler. Niemand hat sie nicht! Aua, ha? Die haben auch so Dinger, das sind immer noch. Das sind auch Reaper, wie. Ey, das sind ja. Okay. Oh Gott, verdammt, Tuck, das war ein Fehler. Ja, er ist mit den restlichen Pillen Richtung Norden. Meine Jungs haben ihn bei Marion Fawkes verloren. Ah, gut, okay, ich versuche ihn aufzuspüren. Wie gefällt dir das, ha? Huh? Schießt auf mich, scheiß Bastard. Das war auch ein Reaper, okay. Aber wo ist deine Waffe? Ich brauche das dringender. Ah, okay. Da war die Waffe. Zumindest habe ich so die Munition rausgeholt. Das Problem ist, ich glaube. Scheiße. Er hat, glaube ich, auf meinen Moped geschossen, wa? Meine Maschine jetzt. Ja doch, ich habe genug Schrott dabei. Ich hoffe, ich kann die Maschine jetzt komplett reparieren. So, konnte ich den auch noch. Ja. Also ich finde das lustig, dass. Meine nur noch 60% hatte und dem seine hat immer noch 100%, obwohl der mich auch getroffen hat. Es war nicht lustig. So, jetzt muss ich gucken. Toll, 6% hat meine Maschine noch. Ich krieg das hin. 3 Schrott, 4 Schrott, 5 Schrott, 6 Schrott, 7 Schrott. Ja, schön. Und Schrott haben wir jetzt fast gar keinen mehr. Das ist doch kacke. Und Sprit im Übrigen auch nicht. Ich hoffe, das mit dem Schrott kriegen wir gleich auch noch hin. Ne, mit dem Sprit. Moment mal kurz, jetzt muss ich erstmal da gucken irgendwie. Ah, okay, da ist jetzt urplötzlich. Okay, das scheint der Zombie zu sein, der eben da war oder so. Ich hatte da eigentlich gerade einen Zombie hängen sehen. Ich weiß es nicht. Oder ich war halt blind oder so. Keine Ahnung. Also für mich sah es so aus, als wenn da ein Zombie hängt. Deshalb wollte ich nochmal gucken. Aber das scheint jetzt der gewesen zu sein. Moment. Kopfgeldziele sind Mörder, die von den Camps der Überlebenden gesucht werden. Finde das Ziel, schalte es aus und kehre mit einem Todesnachweis zurück. Um den Job zu erledigen. Okay. Ich
Vielleicht sollte ich nicht ganz so nah ran, oder? Ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen sich hier eingerichtet zu haben, als ob da kommen welche! Du hast was von Narben gefragt, also ich brauche mehr. Los, was weißt du noch? Ich bin getroffen! Oh, hey. Sie hatte den ja, das war vielleicht jetzt ein bisschen doof. Okay, der läuft da gerade hoch. Wow. Wow. Okay, ich bin tot. Das war vielleicht doch nicht so toll, wie ich es mir gedacht habe. Okay, da sind jetzt schon wieder ein paar mehr Mobs. So, ja, ja, das hatten wir schon. So, Musik aus. Nee, nicht Musik. Licht. Hey, Tuck, ich bin da. Ja, Limbo und seine Männer scheinen so sich hier eingerichtet zu haben, als ob nichts wäre. Du hast was von Narben gesagt, also ich brauch mehr. Los, was weißt du noch über ihn? Trägt einen grünen Mantel. Er ist ein scheiß Kobold. Bring mir seinen Montierhebel, Deacon St. John. Los, ich will, dass er was von seinem Gesicht dran klebt. Alles klar. St. John, Ende. Kann ich nicht irgendwie doch so... Hä? Okay. Ja, läuft. Ich muss nachladen. Endlich, verdammt. Er muss da oben auf dem Turm sein. Fast leer. Okay, ich hab ihn anscheinend. Super, ich bin leer. Ach Quatsch, da. Hat mich also nicht so wirklich weit gebracht. Hier bist du. Oh nein. So, okay. Okay, na gut, Limbo, wo steckst du? Den haben wir doch schon oben erschossen, ja, Alter. Du wirst wohl im Hot Springs vorbeischauen und ein bisschen Spaß haben. So, ich hoffe, das waren jetzt alle. Erstmal hier oben bei dem die Munition holen. Genau, sehr schön. Drei. Nachladen. So, hier nochmal nachladen. Sehr schön, auch noch mal zwei Schrott. Kurz gucken, was brauche ich denn hier? Nee, irgendwas wollte ich gerade. Ne, Molotov Cocktails kann ich auch nicht herstellen, weil die haben wir schon. Okay, hier könnte ich vielleicht gleich mein Bike auftanken. Wäre vielleicht auch noch mehr Schrott, schön. Da ist auch nochmal Schrott, sehr schön. Jetzt sind wir bei 7. Also von mir aus kannst du weitergehen und ich glaube, wir hatten den Typen da oben erschossen. Ich hoffe es. Aua! Was ist das für eine Alte, ey? Haut die mir mit der Schrotze in die Fresse. Boah!
Alter. Ey. Die kann mir doch nicht einfach mit der Schrotze in die Fresse schießen. Es war jetzt aber, war das. Komm, wir nehmen noch ein zweites. So. Dann bauen wir jetzt zwei neue. Guck mal, die können wir auch herstellen. Was fehlt mir denn noch? Beere. Ja, ich hatte doch eben ganz viele Beeren gesammelt, eigentlich. War ich der Meinung? Immer noch den Eisenzahn dabei, was? Okay, das hört sich jetzt irgendwie so an. Ach du Scheiße. Ja, ich glaube, die wollen Ärger. Ach, da kommt noch ein Moped. Warte mal kurz, ich guck mal, ob ich euch beglücken kann mit. Bleib stehen, verdammt! Alter, ernsthaft? Boah. Ja, Mari, ich hasse recht. Sollte man nachladen für den Fall, dass sie jetzt hochkommt. Alter, ernsthaft? So, wir nehmen jetzt einfach mal eine Splittergranate, ne? Ich hoffe. Gut. Den benutzen wir mal. Das Ding benutzen wir mal. Wo zum Teufel ist der hin? Weiß nicht. Scheiße, ich muss hier weg. Du willst nirgendwo mehr hin. Verdammt! Erwischt! Ach, da ist noch einer. Fällt's jetzt um oder was? Ja, super. Und jetzt kommen natürlich direkt Zombies oder was? Es ist doch Kaka. Mann. So, jetzt machen wir erstmal die Molotovs. Eins, zwei. Das ist geil. So, ich möchte auf jeden Fall gleich mal. Wir haben 10. Oh, hier sind schon mal Flaschen. Sehr schön. 2 Stück. Wir laufen jetzt einfach mal hoch. Waren das jetzt alle oder? Ich glaube, ich da oben nochmal gucken. Komm, wir laufen jetzt einfach mal hoch wieder. Ah, halt, hier war noch einer, den ich nicht geguckt habe. Er hat eine. Was war das? Eine. Yeah. So, wir gehen jetzt hier nochmal an den. An den. Jetzt haben wir hier oben auch alles geklärt. Jawohl. Da wäre noch ein Lappen, den wir mitnehmen können. Aber ansonsten. Da gehen wir echt am Piss hier. So. Ach, der lebt immer noch, ey. Sag mal. Was sind denn das für Viecher? Uah! Sag mal. Ist doch nicht wahr. Ja, genau, Alter. Wie ist das? Alter. Was sind das für Viecher? Oder was ist das für ein, keine Ahnung. Aiming hier. Irgendwie.
Alter, 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 ey. Das war aber jetzt. Schrottinventar voll, hä? Warte mal kurz. Schrott können wir ändern. So, guck mal. Dann haben wir jetzt wieder einen Schrott. Warte, warte, warte. Da kann ich gerade nichts machen. Da auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte im Übrigen nochmal, guck mal hier, können wir das Kerosin schön nehmen und hier nochmal ein Kerosin. Kurz hier reingucken. Haben wir hier irgendwas drin? Da wäre Sprit, da wäre ein Vorschlaghammer, da ist keine Ahnung was. Okay, ich kann aber auch hoffentlich jetzt einfach mit meinem Moped hier reinfahren, wenn ich es denn finde. In der Hoffnung, dass das da hinten eine Tanke ist und ich einfach mal tanken kann. Wäre zumindest mal schön, so. Und das Licht sollte aus, so, schön. Naja, gut, die haben halt den Nachteil, ne, wenn man hier die Tür offen lässt, kann natürlich hier da rein. So, jetzt, ah, ja, ah, ah. Ich sollte mal tanken. Ja, tun wir doch jetzt. Ja, gutes Timing. Jo, sehe ich auch so. Schön blutig. Ja, schön blutig war's. Okay, wir müssen ihr jetzt den Nachweis abliefern. In der Hoffnung richten wir bei ihr die neuen Waffen. Ja, ich glaube ja. Ne? Da konnten wir die anderen Waffen kaufen. Ich hoffe mal, das klappt bei ihr jetzt. Können wir vielleicht auch mal ein paar neue Waffen kaufen? Hm. Ach so, ja, da hätte ich eigentlich drüber fliegen können. Geh mir aus dem Weg. Wir könnten natürlich jetzt auch mal hier vorne gucken fahren. Weil hier ist jetzt ganz viel... Nee. Hier ist jetzt gerade gar nichts mehr. Ja, dann komm doch her. Aber was ich auch nicht verstehe, ist... Aua, okay. Fresse. Was ist das für ein... Ja, da kommt noch eine. Super. Ja, wir ziehen uns erstmal zurück hier in die... Ich weiß nicht, was hier los ist. Na, macht der auch was, oder?
Hä? Okay, warum auch immer der Zombie jetzt tot ist. Hat er da irgendeine Grenze überschritten oder was? Naja, okay. Zucker sitzt da. Hast du den Mistkerl gefunden? Ja, hier, der Eisenzahn. Wie du ihn wolltest. Ach, sehr schön, Dick. Du bist der Einzige, auf den ich mich immer verlassen konnte. Aha. Weißt du, ich habe keine Ahnung, wo du und Boozer hin seid. Aber es ist schön, dich zu sehen. Wir sind in der Nähe, Tuck. Wenn du was brauchst, weißt du, wie du mich erreichst. Geh zu Alkai. Ich schreibe die Punkte gut. Okay. Die restlichen Pillen. Jetzt soll ich auch noch da oben irgendwo hin, um Pillen zu sammeln. Okay. Job erfordert Bike. Das heißt... Ey, sag mal. Komm her, aus dir vor die Fresse, Alter. Du hast mein Bike umgestoßen. Bist du bescheuert oder was? Komm her, gib's direkt aufs Maul, du Arsch. Mein Gott hier. Warum kann ich da eigentlich immer nur so langsam dran vorbeilaufen? Das ist doch... Ja, geht um mein Bike, komm her. Wir machen mal kurz nachtanken und F reparieren. Ach so, ja. Und reparieren, weil irgend... Ach nee, Quatsch. Ah, da gab's doch, ja. Alles gut, da gab's eigentlich und so. Waffen. So, macht euch weg hier. Ey, nachts war in den Camps nie so viel los. Warum ist jetzt hier auf einmal, keine Ahnung... Gab es letztens vielleicht irgendein Update, was ich nicht mitbekommen habe, was irgendwie alles verschlimmert hat? Das wäre schlecht. Oh, scheiße, stimmt. Ich muss die letzten Nester noch ausräuchern. Nee, jetzt nicht. Wir müssen jetzt irgendwelche Pillen holen. Also geht's weiter. Ja. Genau, das machen wir so. Habe ich schon beim letzten Mal gemacht, gesagt, aber jetzt hier nach dem... Wow! Ding sollten wir das definitiv machen. Aua. Okay, das tut weh. Das sind anscheinend Schilder, die man nicht umfahren kann. Ja, wir gehen mal gucken. Wow. Genau, wir gehen mal gucken. Ich weiß nicht, wo es hier oben hingeht, aber ich fahre einfach mal. Ich wollte schon immer mal auf einen hohen Berg. Oder auch nicht. Wow, fuck, ey. Und dann lieber schnell wieder runter. Sorry. Es ist doch blöd hier. Unten ganz viele Zombies, oben ganz viele Zombies. So, sind die jetzt noch da? Ne, jetzt sind... Hä? Ach, das ist echt gerade blöde hier.
muss auf jeden Fall jetzt mal das Bike reparieren. Das sollte klappen. Ne, sieht nicht allzu übel aus, deshalb haben wir 4 Schrott verbraucht. Aber sonst ist alles gut. So, komm, jetzt gucken wir mal, ob wir hier noch Schrott finden. Ja, manchmal klappt es ja, dass man Plünderer und... Alter, bleib weg. Zombies gegeneinander aufbringen kann. Hier in diesem Fall wahrscheinlich eher nicht. Nochmal ein Schrott, sehr schön. Aber ich denke mal, hier gibt es sonst auch nichts zu finden. Wir sollten einfach... Wow. So. Sehr schön. Blödes Mistvieh. So. Schnell knacken. Schnell drauf und weg. So. Der ist noch beschäftigt mit Fressen seines Freundes. So. Fressen irgendwie alle hier, die, keine Ahnung, Leichen ihrer Freunde oder so. Nee, dann gehe ich jetzt mal definitiv. Anderweitig. Irgendwo da wollte ich irgendwas machen. Keine Ahnung, was ich hier machen soll. Halt. Da ist auf jeden Fall irgendein Hinweis. Lass mal die Kiste hier stehen. Na gut. Wo? Ah. Tucker, ich hab ihn entdeckt. Es sah aus, als würde er auf jemanden warten. So, was? Bike, Waffenpräzision. Solange du auf dem Bike bist, hängt die Waffenpräzision... Was? Solange du auf dem Bike bist, hängt die Waffenpräzision von der Entfernung zum Ziel ab und deinen Handlungen ab. Die Größe des Zielfadenkreuzes zeigt deine Präzision an. Je kleiner das Fadenkreuz ist, desto präziser bist du. Okay. Ja. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen. Lass ihn nicht entkommen. Ich will ihn lebend. Was zur Scheiße, Tucker, lebend? Mehr geklaut als gedacht. Ich muss wissen, wo er das Zeug versteckt hat. Oh, komm schon, Rose. Stopp! Wo willst du hin, ha? Ich bin immer noch hinter dir, du Arsch. Ich hab dich, du Arschloch. Also entweder ist er selber gegen den Baum gefahren, oder ich hab ihn gegen den... Siehst du? Ich sag ja, ich bring dich nicht um. Dick, nein. Ich hab nichts gemacht. Tucker sieht das anders. Ich schätze, als Leon und Alvarez mit den Pillen abgehauen sind, haben sie dir nichts abgegeben, ha? Dick! Nein! Nein, sag mir, was du dir dabei gedacht hast. Ich will's verstehen, okay? Du hast den Rest eingesteckt, als die Alte gerade nicht geguckt hat? Dick! Ich hab nichts dabei, okay? Durchsuch mich! Nein, das ist nicht mein Job. Das überlasse ich Erkai. Okay, ja. Dann haben wir diesen Typen jetzt auch gefangen. Keine Ahnung, ob ich den irgendwie jetzt gegen den Baum geschubst habe oder ob er dagegen selber gegen gefahren ist. Aber es ist ja eigentlich auch egal. Hauptsache, wir haben ihn. Ja, damit war es dann auch schon. Wir sind schon wieder bei 35 Minuten. Ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Dann lasst mir gerne auch einen Daumen da. Wenn ihr natürlich keine weiteren Folgen verpassen wollt, dürft ihr auch gerne ein Abo da lassen. Und ihr werdet dann immer wieder, ja, benachrichtigt, wenn eine neue Folge rauskommt, und verpasst so keine Folge, keinen Teil, kein nichts.
Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin sage ich ciao, der Falli.